Willkommen, liebe Clasher, bei mir im Thorsten Akatodo beim Clan Spätzle mit Soße und immer noch auf der Suche nach dem Lot. Immer noch auf der Suche nach dem Lot. Mich wundert es eigentlich. Ich meine, das ist jetzt wirklich mal Gigalot hier für mich. Keine Frage, das sind ungefähr 20 Bases auf einmal, die ich vorher weggeklickt habe. Aber was mich ein bisschen wundert, hier ist der Adler leer geschossen. Hier sind die Infernos tot. Und trotzdem hat er hier so wenig in den Minen und Sammlern. Ist ja auch echt komisch. Dafür hat er aber die Lager voll. Und die wollen wir uns auch in jedem Fall, denke ich mal, holen. Denn das kann ich mir jetzt nicht entgehen lassen hier, dass er die schön so schön außen hat für mich hier. Da jage ich jedoch gerne meine Kobis hier rein. Und dann gucken wir mal, dass wir hier wenigstens so ein bisschen was von dem Kuchen abkriegen. Es hat mich übrigens gefreut, dass ich nicht der Einzige bin, der wohl kleinere oder der so ein bisschen über den Lot nölt. Also den Loot, ja, ist gut, den Loot nölt, denn es ist tatsächlich so, dass ich jetzt auch jetzt wieder extrem lange dafür gebraucht habe, mir das hier reinzufahren, was ihr da oben rechts seht. Also es ist wirklich, wirklich komisch. Jetzt muss ich sehen, dass der Mauerbrecher da noch durchgeht. Okay, da ist er durch. Dann müssen wir hier nochmal so ein bisschen was setzen. Also es ist hier wirklich so ein bisschen so Maßarbeit, will ich das mal benennen. Jetzt habe ich natürlich nur noch einen Mauerbrecher und wollte eigentlich nur diese Ecke hier machen. Wir nehmen die Ecke einfach mal. Nehmen wir unsere Krampfmaschine hier mit rein. Ein paar Magier und dann die Helden dahinter. Also geht ja doch. Es geht ja doch irgendwie. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt in der Clanburg habe, aber wir lassen es mal raus. Was haben wir denn da drin? Oh, Bowler waren da drin. Okay, hier waren so ein paar Bowler drin. Nicht schlecht. Und ein Riese. Dann bringen wir die hier mal im Wut. Und na, vielleicht ist da noch ein bisschen was aus der Mitte drin. Der dunkle Pott zum Beispiel wäre ganz nett. Da außen geht noch mein King. Es ist jetzt nicht mehr wirklich viel zu holen hier. Aber der Bowler in der Mitte, na, schafft er das noch? Ob der das noch packt? Ah, schade, der Bogenschützenturm. Ist doch ein bisschen arg stark. Und dann bringen wir die Jungs hier nochmal so ein bisschen in Wut. Und ah, die Queen holt mir das Dunkle. Super Sache. Also haben wir hier schon mal ein bisschen was an Loot reingeholt. Also jetzt nicht wirklich Giga, aber ich habe wenigstens oben die Lager richtig voll. Und ich glaube, wir brauchen sie auch nicht ganz verballern. Ja, das ging ja mal. Aber der Rest, was ich die letzten Tage gesehen habe, war wirklich, wirklich Murks. Ja, super Sache, einfach mal ein bisschen was nachvertonen. Also Mikrofon sollte natürlich schon an sein, wenn man irgendetwas sagt und macht. Also wir haben das Town Hall angeworfen, wir haben das Labor am Laufen und ich hatte ja gesagt, es geht in die Verlängerung. Das habt ihr, ja, also nochmal 7 Tage lang, weil es zu viele Wartungen gab und weil es sicherlich schwierig war, dass alle Devices auch gehen, also alle mobilen Geräte vor allen Dingen scheinbar jetzt auch wieder funktionieren und zumindest habe ich nichts mehr gehört. In 2 Tagen, 21 Stunden fangen die nächsten Clanspiele an, also auch super und ich finde das hier wirklich einen wirklich feinen Zug von Supercell, hier noch so ein bisschen in die Verlängerung reinzugehen. Ja, was können wir denn eigentlich weitermachen? Wir können natürlich weiter farmen, aber ich habe jetzt gedacht, ich gehe mal ein bisschen höher. Wir nehmen mal hier den Farm teuer. Ihr seht das hier, Farm teuer. Das Ding ist eigentlich teuer, aber im Moment ist es ja nicht wirklich teuer, weil ja alles nur die Hälfte kostet. Und dementsprechend ist sogar unten ja meine Armee eigentlich viel teurer. Ich verbrauche jetzt zwar ein bisschen Dunkles, aber auch nicht so wirklich viel. Also lassen wir die mal bauen. Und wir nehmen auch den Gem-Boost rein. Ich muss jetzt mal genau aufpassen. Ich gemme ja jetzt meine, also das ist ja jetzt ein Gem-Boost hier für die Baracke, also für die Kaserne. Und ich habe jetzt 10.630. Ich habe ja nur 3 Kasernen im Moment. Das heißt nicht 3, sondern ich habe zurzeit 5 Kasernen. Eine ist hier hinten im Bau und das hemmt mich noch mal ein bisschen mehr im Farm. Und deswegen müsste ich jetzt eigentlich 5 Gems gleich weniger haben und nicht 6 Gems weniger. Wir gucken mal.
Nur ein Game. Es ist natürlich nur ein Game. Also wer gedacht hat, man muss jetzt für pro Kaserne ein Game hinlegen, nein. Mit einem Game boostet ihr alles. Einige haben da auch schon hier in den Kommentaren geschrieben, Mann, ich würde gerne den Game Boost machen, aber immer 6 oder 7 oder 4, 5, 6 Games dafür ausgeben. Das will man dann auch hinein. Es kostet alles einen Game. Und auch die Helden kosten einen Game, damit die auch gleichzeitig auslaufen. Immer Game war auch alle drei. Und machen natürlich, wir fahren natürlich ein bisschen weiter rein. Bevor ich aber hier wieder reingehe, habe ich natürlich eine Tech für euch. Keine Frage, ich weiß nicht, wer es ist. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wer es ist. Es ist der Flori vom Clan Untouchable, heißt es, glaube ich. Und er ist ein Rathaus 9er. Also ein schöner Rathaus 9er. Unter Umständen noch nicht ganz so lange 9, aber ich meine 13er King und 18er Queen. Das ist schon ein bisschen länger, Rathaus 9. 4er Drachen hat er. Den hat er zumindest schon mal einen weitergebracht. Aber alle anderen Truppen, vor allen Dingen hier unten die dunklen Truppen, die sind noch nicht so wirklich stark. Wir gucken uns die Base einfach mal an und sehen hier aber eine schöne starke Base. Ich meine jetzt, er macht hier schon ganz, ganz fleißig Mauern. Lohnt sich ja jetzt auch, denn die Mauern sind ja günstiger geworden. Also alle Mauern von Rathaus, ich glaube von, nicht Rathaus, von Stufe 5 bis Stufe 10 meine ich, sind alle günstiger geworden. Zumindest gemäß Patch Notes. Und die Base hier, ja, die ist schon ziemlich stark, würde ich mal so sagen. Kanonen gehen aber noch, Bogenschützentürme gehen, glaube ich, nochmal. Na, nee, die sind schon durch. Aber Kanonen, Magiertürme und so weiter, das geht alles noch ein Level hoch. Er hat natürlich die X-Bogen jetzt schon hoch, aber passt, glaube ich, schon so. Ich glaube, es passt ganz gut zu den Helden. Und ich denke mal, so eine Base hier, die verteidigt auch, ja, eigentlich gar nicht schlecht. Gucken wir uns mal an. Er ist in Silber 27 Mal entweder verteidigt oder gedroppt. Also nicht schlecht. 374 Sterne. Ist in Ordnung, ist, man muss ja kein CK spielen. Man muss ja kein CK spielen, aber kleiner Tipp, vielleicht den Hund auf 2 bringen, würde deiner Truppe sicherlich sehr, sehr gut tun. Golem, ja, jetzt damit anzufangen, also ich würde tatsächlich, wenn du ein guter Luftangreifer bist, die Hunde auf 2 ziehen, da hast du zumindest das Pärchen mit den Ballons dabei, was ganz gut ist. Und 220 Truppen muss ich, glaube ich, nicht gucken. Hast du auch? Ah, nee, hat er noch nicht. Er muss noch ein Lager machen hier. Hier unten die beiden Lager. Okay, die solltest du in jedem Fall möglichst schnell machen. Aber da leider kosten die Elex. Und Elex ist im Moment irgendwie ein Problem bei Clash of Clans. Wow. Heute meint's der Lotgott aber gut mit mir. Donnerwetter. Schon wieder so eine schöne abgefarmte Base. Also so gefällt mir das schon ein bisschen besser. Infernos sind leer geschossen, Adler ist leer und hier ist ein bisschen was in den Minen und Sammlern drin. Also so gehört sich das auch eigentlich, will ich mal so sagen. Und so, dann gucken wir mal, wir hauen erstmal die Kobold-Gang hier raus, machen dann danach den Angriff mit dem Bolan, dass wir auch wieder so ein bisschen höher in der Liga kommen. Ey, das ist eine ganz witzige Strecke, hier sind bestimmt zum Verfallen. Allerdings jetzt im Moment nicht mehr, glaube ich zumindest, weil natürlich diese Base hier, schätze ich mal, schon öfter angegriffen wurde und die ganzen Fallen nicht mehr nachgeladen wurden. Also können meine Riesen ja schon ganz, ganz gut hier durchgehen. Ich muss nur mal überlegen, wie ich sie denn am einfachsten setze. Ich glaube, wir nehmen hier nochmal einen rein, denn leider gehen die Mauerbrecher hier nicht auf dieses Kreuz, dass sie mir gleich beides aufmachen können. Ist natürlich ein bisschen schade, aber wir kommen hier an beide Minen und Sammler dran. Ja, das ist dieses Kleinkrämerische, was ich im Moment wirklich stark an den Tag lege. Und ich glaube, hier außen die Dinger, die holen wir uns mal so mit so ein paar Kobis, ohne dass wir da einen Riesen vorschicken. Die sind eigentlich, sind die immer schnell genug, die Jungs. Ja, sind sie auch. Sind sie auch mit ihrem Irokesenschnitt, sind die auch immer schnell genug. Und dann würde ich sagen, hier hinten sind die drei Bohrer da oben um die Wardenstatue. Wir ziehen hier natürlich unsere Armee jetzt rein, haben ein paar Magier am Start. Und mal sehen, 2 Mauerbrecher, reichen die da? Reichen die da? Ah, die reichen nicht ganz. Dann müssen meine Walküren jetzt mal so ein bisschen hier mit rein. So, da gehen die nämlich jetzt schön. Dann fungieren die halt mal als Mauerbrecher. Die sind da zumindest etwas schneller durch als meine Kobold-Gang hier. Und die Kobold-Gang, glaube ich, rast schon wieder ganz gut durch. Ich hab ja meinen Fries dabei. Ist auch sicherlich nicht schlecht. Oh, der war ein bisschen spät. Ah ja, ja, der war ein bisschen spät jetzt. Jetzt habe ich natürlich kaum noch Truppe. Nur noch meine Queen, die ist jetzt auf Abwägen. Vielleicht gehen ja noch ein paar jetzt nach rechts. Ah, schade. Den dritten Bohrer da hinten kriege ich leider nicht mehr. Aber wir haben zumindest so ein bisschen
bisschen was reingeholt. Und wollen wir denn eigentlich gewinnen? Ja, komm, den einen Stern machen wir, glaube ich. Ich glaube, wir machen jetzt den einen Stern. Und, oh nein, oh, Toto. Okay, dann machen wir halt keinen Stern. Machen wir halt Minussterne, aber hier hinten kriegen wir das Goldlager noch. Das ist nicht schlecht. Also die kleinen Bogenschützen hier retten mir hier so ein bisschen den Hintern. Da kommt jetzt auch kein Minenwerfer mehr dran und auch kein Bogenschützenturm. Aber das dürfte danach auch gewesen sein. Für die drei hier, ah ne, die holen mir das noch. Oh, dann wird es doch noch ein Stern. Ja, 22 Sekunden, das müsste eigentlich reichen. Eieieiei. Der macht, ja, schade, der Warden macht natürlich jetzt den Adler, kriegt jetzt ein bisschen Beschuss, wird sicherlich gleich auch sterben, schade. Dann hätte ich wenigstens wieder eine Adler-Artillerie auf meinem Konto. Und packt er die noch? 2 Sekunden, 1 Sekunde, oh na, schade. Aber wir haben den ganzen Loot hier reingeholt für uns. Ja, das ist ja gar nicht mal schlecht. Das war schon mal ganz gut. Ich fordere auch gleich wieder an. Und baue jetzt auch die zweite Armee, glaube ich, gleich hinterher. Ich habe jetzt keinen, ah doch, ich hatte einen Zauber, glaube ich, verbraucht. Das war der Freeze, den nehmen wir auch wieder mit. Und dann sehen wir uns gleich noch zum dritten Angriff. Kein Thema. So, jetzt habe ich den Olli erwischt. Sehr cool. Also der Olli, der Sky, ist in meiner Friendslist und ab und zu sehe ich dann ja auch mal so ein bisschen was von ihm. Er hat jetzt schon so ein bisschen, oh, er hat schon ganz schön viele Truppen verballert, ist im Moment ohne King unterwegs und, denn der ist bei ihm im Update, habe ich gesehen, und oh Donnerwetter, tut sich hier richtig schwer. Ich hoffe, das wird noch ein Stern für ihn, dass er wenigstens da oben seine Legendenpunkte bekommt, beziehungsweise auch, ich meine, Lot hat er jetzt nicht wirklich bekommen, so ein bisschen, aber ganz gutes Dunkles, glaube ich, das kann er ganz gut gebrauchen, will sicherlich die Queen weiterziehen, fiel mir jetzt nur mal so gerade so am Rande auf und habe gedacht, oh, guck mal, der Olli ist da, ist online und oh, dann nehme ich ihn doch einfach mal mit rein ins Video, gar keine Frage, er kommt doch noch recht weit, aber jetzt kriegt der Warden, glaube ich. Ah doch, der Warden kriegt Beschuss und wird jetzt geheilt. Queen nochmal gezündet. Ans Rathaus wird er wohl nicht mehr kommen, aber er bekommt zumindest die Ressourcen hier. Das Lager noch und ja, das sieht ganz gut aus. Sieht ganz gut aus. Ich denke mal, er kommt noch bis zur gegnerischen Queen. Wollen wir wetten, dass die Queen das in jedem Fall noch bis dahin packt. Mal sehen. Sprung wird er nicht mehr benötigen, denke ich mal. Das Lager noch. Ei, die Riesenbombe. Die tat jetzt ein bisschen weh, aber ich glaube, hat er ganz gut gemacht hier, auch wenn er jetzt hier rumgelaufen ist. Rathaus hat er nicht gekriegt, also zweiter Stern war nicht drin. Super, Olli, hast du gut gemacht. 17, vor allen Dingen 17 Pokis für dich ist natürlich wirklich krass. So ein bisschen ohne den King. Hat er also echt nicht schlecht gemacht. Mal sehen, ob wir schon losziehen können. 13 Minuten, na, das warte ich. Ich möchte die Queen ganz gerne dabei haben. Da ist unser Loot. Da ist er. So, jetzt. Und die Base ist auch nicht so stark. In der Hoffnung, dass ich nicht alle meine Helden verbrauche, kommen wir... Oh, was ist da denn? Da ist ein Single Inferno. Okay, da ist ein Single Inferno. Der ist natürlich nicht ganz so schlimm. Wir ziehen hier die Bola hinterher. Und unsere Mauerbrecher. Mal sehen, ob die da ganz gut durchgehen. 1, 2, 3, 4 Magier. King, Queen und auch den Warden. Und, oh, die sind ja ganz gut durchgegangen. Dann nehmen wir da mal den Sprungzauber. Einmal ein bisschen mit Wut. Ja, wir verbrauchen jetzt natürlich so ein bisschen gerade unseren Vorrat. Vor allen Dingen, was das Dunkle angeht. Was das Elex angeht. Das ist aber nicht ganz so schlimm. Ich denke mal, das können wir ruhig mal machen. So, die einmal gefreezed hier, dass es hier mit Wut weitergeht, vor allen Dingen über den Bombenturm, jawohl, die drei Sachen haben wir komplett gepackt, das ist schon mal nicht schlecht, und was haben wir hier hinten noch, da haben wir noch einen Bogi, okay, mal sehen, ob wir die Bude hier ganz abräumen, war jetzt mal gar nicht so schlecht, ich meine, klar, ich habe jetzt richtig viel an Elex verbraucht, aber wie gesagt, das ist nicht ganz so schlimm, dass wir das mal gemacht haben, ich zünde jetzt schon mal meine Queen, damit wir ein bisschen mehr Truppen hier nochmal im Feld haben. Und den Heilzauber. Ja, ich glaube, den Heilzauber brauche ich nicht. Ich glaube, den Heilzauber brauche ich an der Stelle mal nicht. Ich habe zwar keine Riesen mehr, der King. Ah doch, zwei, drei Riesen sind da, glaube ich, noch. Ah, da sind noch ein paar Riesen, okay. Also die Base war jetzt eher so Rathaus 8, 9 Niveau mit Adler
Und ich denke, den haben wir ganz, ganz abgefarmt hier. Jawohl, das packen wir. Gute Ressourcen hier, 1 Million an Elex schon. Also das nächste, was ich in jedem Fall plane, ist, dass wir die Werkstatt auf Level 2 bringen. Da brauchen wir 9 Millionen für. Ist natürlich auch schon wieder ein Wort zum Sonntag. Also wird ein bisschen dauern. Vermutlich sogar bis in den Stream hinein, den wir morgen oder übermorgen machen. Und ja, das haben wir ganz gut gemacht. Den Tagesbonus haben wir den eigentlich schon gekriegt. Der Tagesbonus ist leider schon weg. Und ich würde sagen, ich trainiere diese Truppe hier in jedem Fall nochmal nach. Ich habe jetzt gar nicht alle Zauber verbraucht. So, und nochmal, jetzt habe ich wahrscheinlich hier wieder 2 Gift, wie immer. Wie immer 2 Gift, weil ich einen nicht genommen habe. Dann nehmen wir den da rein. Man kann die ja leider nicht tauschen. Den muss ich jetzt kaputt machen. Und dann trainiert die Armee in jedem Fall nach. Ganz gruselig hier unten. Ich habe mich heute echt einen Ass gefreut. Ich war wirklich, wirklich gut im Nachtdorf. Wirklich gut im Nachtdorf. Nur war mein Gegner leider 2-mal besser. Das hat mich jetzt mal wieder so runtergefahren. Ich habe mich echt tierisch über 68 und über 73% gefreut. Was macht der Gegner? Er räumt mich auf 100% ab. Also hier sind wir in jedem Fall wieder durch. Nachtdorf 0. Null Nachtdorf. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Sie war jetzt ein bisschen kurzfristig von mir abgedreht. Also es geht hier in die Verlängerung bei Supercell mit den ganzen Boosts. Ich hoffe, ihr habt da genauso viel Spaß dran wie ich. Bis dahin, euer Toto. Bleibt.